Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Es geht im Kapitel Haut-Haare um Neurodermitis und andere Ekzeme und die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen beim Wirkstoff Immunsuppressiva oder bei den Wirkstoffen Immunsuppressiva äußerlich angewendet und ich lese vor. Immunsuppressiva in Klammern äußerlich. Die Wirkstoffe unterdrücken bestimmte Abwehrreaktionen des Immunsystems und können die entzündliche Hautreaktion bei Neurodermitis abschwächen. Pimecrolimus gelb mit Einschränkung geeignet bei leichter und mittelschwerer Neurodermitis. Wenn geeignete Mittel nicht ausreichend wirken, nicht vertragen werden oder nicht angewendet werden können. Zum Beispiel im Gesicht oder in Hautfallen. Die Risiken einer Langzeitbehandlung sind noch nicht ausreichend geklärt. Tacrolimus, gelb. Mit Einschränkung geeignet bei mittelschwerer und schwerer Neurodermitis. Wenn geeignete Mittel nicht ausreichend wirken, nicht vertragen werden oder nicht angewendet werden können. Zum Beispiel im Gesicht oder in Hautfallen. In Klammern zum Beispiel im Gesicht oder in Hautfallen. Die Risiken einer Langzeitbehandlung sind noch nicht ausreichend geklärt. Der erläuternde Text. Pimecrolimus und Tacrolimus wirken nicht besser als die Standardtherapie mit Glukokortikoiden. Ihr Vorteil: Sie können auch in Bereichen eingesetzt werden, wo Glukokortikoide nicht angewendet werden dürfen, etwa in Hautfalten und im Gesicht. Sie stehen aber im Verdacht, krebserregend zu wirken, vor allem bei Langzeitbehandlung einer schweren Neurodermitis. Sie sind daher nur mit Einschränkung geeignet. Dennoch, beide Wirkstoffe sollten nur eingesetzt werden, wenn Glukokortikoide die Hautausschläge nicht ausreichend eindämmen oder nicht angewendet werden können. Wichtig zu wissen, ist nach 2, in Klammern Tacrolimus, Klammer zu, oder 6 Wochen Pimecrolimus, Klammer zu, noch keine Besserung zu erkennen, sollten die Mittel nicht weiter angewendet werden. Während der Anwendung sollten Sie die Haut nicht der Sonne aussetzen. Unter abgeschlossenen Verbänden sollten Sie beide Wirkstoffe nicht anwenden, da die Wirkstoffe dann verstärkt in die Haut eindringen und die Gefahr unerwünschter Wirkungen ansteigt. Beim Einsatz der Arzneimittel steigt das Risiko für Hautinfektionen wie beispielsweise Herpesinfektionen, Akne, Impetigo oder Entzündungen am Haarbalg. Da war der Satz schon zu Ende. Beim Einsatz der Arzneimittel steigt das Risiko für Hautinfektionen wie beispielsweise Herpesinfektionen, Akne, Impetigo oder Entzündungen am Haarbalg. Besprechen Sie mit dem Arzt, ob Sie die Behandlung dann fortsetzen sollen. Wenn Lymphknoten im Bereich des Halses oder des Unterkiefers anschwellen oder schmerzen und diese Beschwerden mehr als 2 Wochen andauern, sollten Sie den Arzt aufsuchen. Wenn Lymphknoten im Bereich des Halses oder des Unterkiefers anschwellen oder schmerzen und diese Beschwerden über mehr als 2 Wochen andauern, sollten Sie den Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zur Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren fehlen für beide Wirkstoffe ausreichende Erfahrungen. Sie sollten daher bei Ihnen nicht eingesetzt werden.
Tacrolimus darf zwar bei Kindern im Alter von über 2 Jahren eingesetzt werden, allerdings ist nicht bekannt, wie sich die Behandlung auf das noch unreife Immunsystem der Kinder auswirkt. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten die Arzneien sicherheitshalber nicht angewendet werden. Es geht weiter mit Kamillenblütenöl, äußerlich angewendet, und das ist rot, wenig geeignet bei Ekzemen.